Das hätte ja keiner ahnen können, dass wir oben auf der Brit, wenn das beste Scharfschützengewehr bisher finden, ne? Und da sind auch gleich schon die passenden Gegner. Übel. Es sind richtig viele dicke Meyerlurk-Adaptionen. Keule, Plock, Ula. Wahnsinn. Mhm. Einsatz nach Besprechung. Kann ich... Soll ich eh gedrückt halten? Wie bei einer Powerrüstung. Block. Ist das Maxen? Nee, ne? Erlaubnis an Bord kommen zu dürfen, Sir? Erlaubnis erteilt. Willkommen zurück, Paladin. Lass mich der Erste sein, der dir zum erfolgreichen Abschluss deiner Mission gratuliert. Und das ist unser neuer Rekrut? Haben. Ja, Sir. Ich habe ihn im Feld zum Anwärter befördert und möchte seine Aufnahme persönlich unterstützen. Ja, wir haben deine Berichte gelesen. Es wird dich freuen zu hören, dass Ältester Maxim deinem Antrag stattgegeben hat. Der Rekrut untersteht deinem Kommando. Danke, Sir. Wie lauten meine Befehle? Du sollst auf der Pritwin bleiben und weitere Anweisungen abwarten. Sehr gut, Sir. Ad Victoriam, Captain. Ad Victoriam, Paladin. Mhm. Und du? So, so. Du bist also der Zivilist, den Paladin Dance unter seine Fittiche genommen hat. Du siehst mir nicht gerade nach einem Soldaten aus. Was soll denn das jetzt? Aber ich bin ein Soldat. Ich war in der Armee. Eben, man darf sich nicht täuschen lassen von der Optik. Das Äußere kann täuschen. Und genau das ist der Grund, weshalb ich jeden Rekruten persönlich begutachte, der an Bord dieses Schiffs kommt. Ich habe mir Paladin Dances Bericht angesehen. Er glaubt, dass du eine Bereicherung für die Bruderschaft sein wirst. Vielleicht denkst du, dass eine solche Empfehlung dir einiges an Spielraum bei uns einbringt. Also lass mich eine Sache klarstellen. Die stählerne Bruderschaft ist ins Commonwealth gekommen, um ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Als Kommandant dieses Schiffs werde ich nicht zulassen, dass jemand diese Mission gefährdet. Ganz egal, für wie wichtig er oder sie sich hält. Verstanden? Yes, Sir, absolut. Wir wissen, wie das läuft. Absolut. Gut, das wäre alles, Soldat. Dein Befehl lautet, dich für die Ansprache zum Befehlsdeck zu begeben. Danach möchte sich Ältester Maxim mit dir unterhalten. Wenn du noch Fragen hast, dann stell sie jetzt. Ansonsten kannst du wegtreten. Danke, Sir. Bitte erzählen Sie mir ein bisschen mehr über den Chef. Kannst du mir mehr über Ältester Maxim sagen? Ältester Maxim ist der Oberbefehlshaber der Bruderschaft. Ohne seine Beharrlichkeit und seine Vision wären wir noch immer eine kleine Gruppe Überlebender, die sich in der Zitadelle im Ödland der Hauptstadt verkriecht. In nur einem Jahrzehnt hat er die stählerne Bruderschaft zu einem militärischen Machtfaktor gemacht. Er ist ein Vorbild für uns alle. Gibt es sonst noch was? Ja, die Befehle bitte. Wie lauten meine Befehle? Dein Befehl lautet, dir die Ansprache von Ältester Maxim anzuhören. Danach möchte er mit dir reden. Sonst noch was? Powerrüstung? Wo bekomme ich eine Powerrüstung? Nur Rittern ist es gestattet, die Powerrüstung der Bruderschaft zu tragen. Und du bist kein Ritter. Noch nicht. Bis Ältester Maxim dich in diesen Rang befördert, wirst du mit dem auskommen müssen, was du hast. Sonst noch was? Naja, wir haben eine ganze Garage voll mit Powerrüstungen. Und was heißt hier bitte kein Ritter? Also wirklich. Ich habe keine Fragen. Dann empfehle ich dir, dich direkt zum Befehlsdeck zu begeben. Wegtreten. Jo, machen wir. Entschuldigung, die Maus war im Weg. Da lang müssen wir, aber ich gehe erstmal da lang. Ich gucke mir das natürlich hier alles an. Hallo? Entschuldigung. Ich kann jetzt nicht reden. Maxim wird gleich seine Ansprache. Das verstehe ich. Wenn der Kuchen redet, müssen die Krümel Pause machen. Ne, darf ich? Oh, Captain, darf ich mitnehmen, ne? Ich darf mich mit die. Das ist ja schön. Hallo? Sind hier noch mehr Kippen? Möglich. Ein Ventilator. Da, ich darf mich bedienen. Dann mache ich das auch. Aber ich möchte auch keinen tragenden Loot hier wegschnappen. Messinglaterne. Also keinen wunderschönen Deko-Loot. Den möchte ich hier nicht wegschnappen. Ich möchte, dass das Schiff intakt bleibt. Gibt es hier später ein Schiff für mich? Oder zumindest eine Kajüte? Das wäre ja toll. Würde ich mich riesig freuen. Ich kann mich ja an diesem Anzug nicht satt sehen. So. Block. Hallo. Na, hast du dich verlaufen? Maxim hält seine Ansprache. Kamera. Auf dem Kommandodeck. Kamera. Okay. Alles klar. Und du? Willkommen an Bord. Ältester Maxim hält seine Ansprache auf dem Kommandodeck. Das ist hier, ne? So. Wo dürfen wir denn lang? Oh, das ist ja riesig. Ist das Maxim? Ja, da ist Maxim.
Wir gehen erstmal unten lang. Wir gehen überall anders hin. Statt zum Marker. So macht man das. Carbide. Haben wir aber schon. Ist okay. Die Jungs und Mädels hier müssen ja auch bewaffnet bleiben. Britwin. Aber da möchte ich gerade nicht hin. Aber bevor ich zu Maxen gehe, auf jeden Fall. Bräunig haben wir schon in der Sammlung. Nehme ich. Powerful Service Rifle. Ja, das sieht wirklich sehr powerful aus. Aber wir haben ein besseres. Wir haben die Uniken, die legendären. Aus der Mod. Das lag sowieso nur in der Kiste. Das war kein Deko-Loot. Darf ich hier auch fliegen? Hi. Hey. Ich gebe gern mein Leben, wenn dadurch eine Wiederholung der Apokalypse verhindert wird. Oh ja. Hallo. Nimm Proviant mit, sonst musst du am Ende noch echt fragwürdige Sachen essen. Wir haben ganz viel, also wir haben so viel Fleisch mit dabei. Meiner Erfahrung nach finden wir könnten euch hier alle versorgen. Ihr Ende in einem Begräbnis mit geschlossenem Sarg. Mhm. Entschuldigung? Wie kann eine Maschine glauben, dass sie lebt? Das ist doch lächerlich. Ihr seid gegen die Sense, ne? Entschuldigung. Die letzte Person, die einen Befehl von Captain Kells nicht befolgt hat, durfte Rost vom Rumpf der Pritwin abschaben. Von außen. Also dranhängen, wenn sie fliegt, kann die landen. Wenn es tot aussieht, solltest du ihm zur Sicherheit noch eine Kugel in den Kopf verpassen. Warum ein Risiko eingehen? Ja, da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Hey. Nach Dienstschluss hole ich mir ein dickes Salisbury Steak. Ja. Entschuldigung. Kennst du diese Synths mit den Plastikgesichtern? Ach, die finde ich echt gruselig. Ihr mögt die alle nicht, ne? Na gut. Ihr seid robophob, wenn man das so sagen darf. Maxwell ist oben, ich will zum Founder, denk. Ach, wie atmosphärisch. Ein Glück haben wir auf Herbst gewechselt. Es war Zeit für eine Veränderung. Jetzt ist wirklich alles anders. Schön. Man kann auch hier runter... Ja, man könnte hier runterspringen. Wollen wir aber nicht. Mm-mm. Die fliegt den ganzen Tag. Schon cool, ne? Vorderbein. Und Flansch. Nimm mit. Das ist doch Stahl. Und hier noch mehr Kippen. Bruderschaft des Rauchs. Und jetzt bitte nach oben wieder. Maxwell. Keule. Ach, guck mal. Hier ist ja noch mehr. Hardened Service Rifle. Nur gucken. Ich will nur gucken. Ich finde die optisch auch immer sehr ansprechend hier. Die Service Rifle. Tss. Brüder und Schwestern, der Weg, den wir zurückgelegt haben, war lang und beschwerlich. Unsere Ankunft im Commonwealth wollte ich war nicht. Schnell und reibungslos. Ich leg's wieder hin. Damit hat jeder ein... Das war irgendein Alkohol, ne? Irgendein Alkoholiker. Schon Wein, Entschuldigung, hier. Von euch meine Erwartungen übertroffen. Na, ihr habt komm ich mehr ran. Tat vollbracht, ohne ihren Zweck zu kennen. Und noch beeindruckender, ohne sie je in Frage zu stellen. Jetzt, da das Schiff sein Ziel erreicht hat, ist es an der Zeit, den Zweck unserer Mission zu offenbaren. Unter dem Commonwealth wuchert ein Geschwür, bekannt als das Institut. Ein bösartiger Tumor, der herausgeschnitten werden muss, bevor er zutage tritt und alles verseucht. Sie experimentieren dort mit gefährlichen Technologien, die zum zweiten Mal in kurzer Folge zum Untergang der Welt führen könnten. Die Wissenschaftler des Instituts haben eine Waffe entwickelt, deren Zerstörungskraft sogar die der Atombombe übertrifft. Sie nennen ihre Schöpfung Synth, eine Roboterperversion der Technologie, mit freiem Willen und in Gestalt eines Menschen. Der Gedanke, dass eine Maschine einen freien Willen hat, ist nicht nur abstoßend, sondern auch extrem gefährlich. Und wie die Atomkraft hat auch diese Erfindung das Potenzial, uns zu vernichten, wenn sie nicht richtig genutzt wird. Ich werde nicht zulassen, dass das Institut diese Experimente fortsetzt. Daher erkläre ich das Institut und ihre Synths zu Gegnern der stillenden Bruderschaft, die rasch und ohne Gnade ausgeschaltet werden sollten. Dieser Feldzug wird kostspielig sein. Und viele werden ihn mit dem Leben bezahlen. Aber am Ende werden wir die Menschheit vor ihrem größten Feind bewahren. Sich selbst. Ad Victoria. Zum Sieg. Und die Demokratie. So, Maxen, der mit der Jacke. Aber ich muss ganz kurz das Journal checken. Mhm. Ja. Und hier, Molekularstufe. Ja, wir müssen das ja machen, richtig. Da führt kein Weg dran vorbei.
Hol dir Hilfe. Haben wir ja vor. Machen wir ja. Und so weiter und so fort. So, okay. Maxen. Na du, ich bin der Neue. Hallo? Mir ist das Schicksal. Ich habe deine Jacke in Fallout 76 reingemoddet. Das Schicksal ist ihnen wichtig. Ich dachte, wir ziehen in den Krieg. Ihr Schicksal ist ihnen wichtig? Ich dachte, wir ziehen in den Krieg. Die Bruderschaft ist hier, um einen Krieg zu verhindern, indem wir selbst einen beginnen. Der Unterschied ist nur, dass unser Krieg nicht jegliche Zivilisation vernichten wird. Okay, und welche Rolle spielen wir dabei? Was wollen Sie von mir? Ich will, dass Sie Verantwortung für diesen Planeten übernehmen. Dass Sie anfangen, etwas zu bewegen. Und wie ich so in Paladin Dances Bericht gelesen habe, haben Sie diesen Weg bereits eingeschlagen. Da er einer meiner angesehensten Offiziere im Feld ist, könnten Sie kaum eine bessere Empfehlung haben. Aus diesem Grund befördere ich Sie hiermit zum Ritter. Zusammen mit Ihrem neuen Rang erhalten Sie eine Powerrüstung, die Sie auf dem Schlachtfeld schützen wird. Tragen Sie sie mit Stolz. Okay. Haben wir? Ich werde mein Bestes geben, den Erwartungen gerecht zu werden. Davon bin ich überzeugt. Wie auch immer. Wenn Sie sich mit der Pritvin und meinem Stab vertraut gemacht haben, melden Sie sich auf dem Flugdeck. Soldat, willkommen an Bord der Pritvin. Erfüllen Sie uns mit Stolz. Die Besten der Besten der Besten, Sir, mit Auszeichnung. Können wir noch weiter quatschen? Ich habe Baupläne für einen Signalfänger, mit dem ich ins Institut gelangen kann. Ein interessanter Vorschlag, den ich sicherlich in Erwägung ziehen werde. Ziemlich bald. Bevor ich aber einen meiner Soldaten ins Institut bringe, müssen wir einige vorbereiten. In der Zwischenzeit erwarte ich, dass Sie meine Befehle befolgen und sich in Geduld üben. Ja. Ja. Klar, das Ödland ist kein Paradies. Alles, aber hast du deine alles braucht seine Zeit. Das Gut Ding will Weile haben. Und das ist doch auch was wert. Aber wir könnten schon direkt rein, ne? Das verstehe ich nicht. Ich dachte, Sie würden darauf brennen, das Institut endlich anzugreifen. Das tue ich. Aber Sie müssen die Sache auch einmal aus meiner Perspektive betrachten. Ich bin nicht bereit, das Leben meiner Soldaten aufgrund einiger simpler Baupläne aufs Spiel zu setzen. Geben Sie uns etwas Zeit, die Informationen zu bestätigen, die Sie entdeckt haben. Und wenn die Zeit reif ist, werde ich alles tun, um dieses Gerät zu bauen. Das verspreche ich Ihnen. Das wäre alles, Ritter. Wegtreten. Okay. Tschüssi. Speichern. Nicht, dass hängen bleibt oder so. Ah, wir dürfen zum Flugdeck. Endlich. Das ist schon eine sehr coole Location hier. So, oh. Hier wird gequatscht. Ne? Was los? Wo ist das Problem? Hey. Ich gratuliere zur Beförderung, Ritter. Ja, ich freue mich, dabei zu sein. Entschuldigung? Die Befreiung des Commonwealth ist eine gewaltige Bürde. Aber wir werden es schaffen. Der Chaka-Mensch. Wenn die Pflicht ruft, darf keine Zeit vergeudet werden. Ja, immer schön weiterdrehen. Wir gucken uns um. Rechts herum, wie immer. Aber eigentlich geradeaus und dann rechts herum. Wir bleiben auf dieser Ebene. Oh, ist das riesig, das Flugdeck. Türen. Ah, ich gehe mal lieber in die Ego-Perspektive, ansonsten komme ich ja noch viel früher durcheinander. Proctor Quinlan's Terminal. Proctor. Gucken wir uns gleich an. Da gibt es bestimmt was zum Lesen. Nein. Boston Bugle. Bitte. Systempropaganda hier. Aus dem Commonwealth. Ich bitte Sie. Proctor. Ich denke, wir können uns unterhalten, wenn du mit Ältester Maxen und Paladin Dance gesprochen hast. Okay. Ich denke, wir können uns unterhalten. Dürfen sicherlich Dinge für dich erledigen. Paladin Dance gesprochen hast. Den Schraubenschlüssel brauchst du nicht mehr, ne? So, Terminal, drei Texte, ne? Oh, wow, alles klar. Kapitelmarke. Verzeichne ist der Aufklärungsdaten. Hardware Town. Position Hardware Town, protokolliert durch Proctor Quinlan. Ehemaliges Ladengeschäft, enthält sehr wahrscheinlich brauchbaren Schrott oder Rohstoffe, wurde zuletzt von Raidern bewohnt. Vorsichtig vorgehen, Raider könnten ebenfalls Munition oder Waffen lagern. Sämtliche Bergungstrupps sollten von dort retten, was sie finden können. Vault-Tec Vault 75. Vault-Tec hat einen Vault im Keller der Malden Middle School gefunden. Was? Vault-Tec hat einen Vault im Keller der Malden Middle School gefunden? Vault-Tec? Hat den gefunden? Naja, gut. Na, gebaut, oder?
oder irgendein anderer Ritter hat ihn gefunden, aber Waltek hat ihn noch nicht gefunden. Ich bin verwirrt. Die Daten legen nahe, dass im Vault Experimente an Kindern durchgeführt wurden, aber genaueres wurde aus allen Aufzeichnungen gestrichen. Möchte möglichst viele Daten von dieser Position bergen, außerdem alle technologischen Artefakte, die sich dort möglicherweise befinden. Roboterentsorgungsgelände, Schrottplatz übersät mit Überbleibseln von Vorkriegsrobotern. Aufklärer melden einen Wachbot, möglicherweise Militärstandard, der brauchbar aussieht. Position bietet wahrscheinlich Ersatzteile oder elektronisches Material. AADTSL, Regionalbüro. Die Position war früher ein Büro des Amts für Alkohol, Drogen, Tabak, Schusswaffen und Laser. Laut den Daten könnten die Asservatenschränke vor Ort wertvolle Waffen und andere nützliche Gegenstände enthalten. Achtung, Aufklärer haben Raider in der Gegend gesichtet. General Atomics Fabrik. Die Fabrik diente der Herstellung und Reparatur von Miss Nanny-Robotern. Die Position enthält vermutlich technologische Artefakte und/oder Dokumente sowie Ersatzteile, die Proctor Ingram gebrauchen könnte. Hohe Wahrscheinlichkeit automatisierter Sicherheitssysteme, also vorsichtig vorgehen. Juti, interne Mail der Britwin. Maxon. Ich möchte, dass Sie Bergungstrupps organisieren, sobald wir das Commonwealth erreicht haben. Nehmen Sie so viele Leute, wie Sie brauchen und koordinieren Sie den Dienstplan mit Lancer Captain Kells. Ich möchte so viele Informationen über diese Energiewerte von Dan's Trupp, wie Sie mir beschaffen können. Wir könnten kurz davor stehen, die Position des Instituts zu entdecken, also muss das oberste Priorität genießen. Maxon. Proctor Ingram fordert sämtliche Informationen an, die ihr beim Neubau helfen könnten. Ich habe ihren Gerüstentwurf an Kells weitergeleitet und wir sind beide guten Mutes, dass es fertig sein wird, sobald ihr Projekt bereit ist. Wir haben eine Menge Ressourcen in den Erfolg von Ingrams Mission gesteckt, also erwarte ich von ihnen, dass sie nach Kräften unterstützen. Ingram, ich schicke die korrekten Formulare zur Anforderung zweier weiterer Gelehrter und du lehnst sie ab? Mach mir das Leben nicht schwer, Quinlan. Maxon sitzt mir wegen Ergebnissen im Nacken, aber bei dem Projekt hier, was zu erreichen ist, wie ein Lasergewehr im Gefecht freihändig zu zerlegen. Ich brauche jede Hilfe, die ich kriegen kann und wenn du dazu ein paar Leute aus deinen Erkundungsmissionen abziehen musst, dann tu das bitte. Jetzt unterschreib endlich die verdammten Formulare und lass mich meine Arbeit machen. Der Aufstieg von Ältester Maxon. Einleitung. Diese Einträge sind mein Versuch, eine chronologische Abfolge des Aufstiegs von Ältester Maxon durch die Ränge der Bruderschaft zu erstellen. Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass diese Einträge eines Tages im klassischen Buchformat gedruckt und im Ödland verteilt werden. Lang lebe Ältester Maxon und lang lebe die Bruderschaft. Hintergrund. Trotz des Sieges über die Enklave im Ödland der Hauptstadt war die stählerne Bruderschaft noch immer eine gespaltene Organisation. Die Ausgestoßenen, eine Splittergruppe, die die Sicherheit der Zitadelle verlassen hatte, tat sich noch immer schwer getrennt vom Rest der Bruderschaft im Ödland der Hauptstadt zu überleben. Und obwohl einige der Mitglieder innerhalb der Zitadelle eine Wiedervereinigung mit ihren entehrten Brüdern und Schwestern nicht erstrebten, sahen viele doch den Vorteil darin, ihre Reihen mit Kriegern zu füllen, die bereits von der stählernen Bruderschaft ausgebildet und indoktriniert worden waren. Maxon tritt auf den Plan. Arthur Maxon, der Nachkomme von Roger Maxon, dem Gründer der stählernen Bruderschaft, begann seine Karriere als Knappe von Owen und Sarah Lyons. Nach dem Tod von ältester Owen Lyons diente der junge Arthur Maxon Sarah Lyons, Owens Tochter, ich hatte mich schon gewundert gehabt wegen des Nachnamens, die Nachfolge ihres Vaters antrat. Als Sarah jedoch kurz darauf im Kampf fiel, wurde die Sache kompliziert. Die stählerne Bruderschaft mit Sitz in der Zitadelle brauchte dringend einen neuen Anführer und fing an, einen ineffektiven Ältesten nach dem anderen zu ernennen. Errungenschaften. Die Jahre vergingen und mit steigendem Alter wurden auch die Taten von Arthur Maxon immer beeindruckender. Mit 12 Jahren tötete er auf einer Ausbildungspatrouille 2 Raider und rettete den Trupp, der ihn eigentlich beschützen sollte. Mit 13 Jahren erlegte er eigenhändig eine Todeskralle, die ihm die große Narbe im Gesicht verpasste, die er bis heute trägt. Aber zum Helden machte ihn im Alter von 15 Jahren sein Sieg über den Supermutanten Shepard,
der versucht hatte, die Supermutanten des Ödlands der Hauptstadt neu zu formieren. Als die Kunde dieser Tat die Ältesten an der Westküste erreichte, wussten diese, dass die Zeit gekommen war. Maxen war bereit, die zersplitterten Truppen der stählernen Bruderschaft an der Ostküste zu führen und wichtiger noch, sie wieder zu einen. Unser neuer Anführer. Und so geschah es ein Jahr später, als er gerade 16 Jahre alt war, dass Asa Maxen einen Frieden mit den Ausgestoßenen verhandelte, im Zuge dessen diese wieder in die stählerne Bruderschaft integriert wurden. So bewies er nicht nur sein Geschick als Krieger, sondern auch als Diplomat. Die so wiedervereinte stählerne Bruderschaft erkannte Asa Maxen zum Ältesten, dem Jüngsten in der Geschichte der stählernen Bruderschaft. Auswirkungen. Ältester Maxen ist Alleinherrscher über das Ödland der Hauptstadt und er gewinnt auch an der Ostküste des Landes an Autorität und Einfluss. Nicht zuletzt aufgrund der Mobilität, die ihm die Pritvin verleiht. Er genießt die volle Unterstützung der Ältesten an der Westküste, die mit Stolz melden, dass sie mit der Auslöschung von neuerdings entstehenden Kulten beginnen, die Maxen verehren, als wäre er eine Art Gott. Maxen selbst ist beinahe beleidigt von der Vorstellung, als Gottheit verehrt zu werden, da das sämtlichen seiner Grundsätze widerspricht. Asa Maxen ist auf eins besonders stolz, dass er das perfekte menschliche Wesen ist, ein Beispiel für alles, was ein Mensch erreichen kann. Obwohl er von moderner Technologie unterstützt, ja sogar verbessert wird, ist er noch immer durch und durch Mensch. Kapitelmarke. Wow, also das nenne ich mal wirklich ein ausgiebiges Terminal. Erstmal ganz kurz neu orientieren. PS, neue Aufnahme, neues Glück. Aber hat sich eigentlich hier ganz gut gemacht am Terminal. Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer. Und willkommen zurück zu Fallout 4. Auch wenn das aller Wahrscheinlichkeit nach hier mitten in einer Folge ist. Wir waren hier und sind rechts rum und sollen zu dir, aber naja, warte mal. Nicht, dass du mich jetzt automatisch anquatscht. Oh, hier ist ja. Wie sah es da draußen aus? Wir haben viel. Ist ja eine richtige Kantine. Das ist ja cool. Aber es ist saudunkel, ihr wisst ihr das. Aber es könnte auch an meinen Tageslichtlampen wieder liegen, ne? Funktioniert der Anzug noch? Ja, wunderschön und tödlich zugleich. Versuch's mal. Nee, ich bleib da vorne erstmal. Wahnsinn, also da kann man schnell hier die ein oder andere Ecke, gerade auch in der Dunkelheit, übersehen. Das hier möchte ich mir angucken. Nämlich, dankeschön, den ganzen guten Kram, plonk, aber nicht klauen. Wie bitte, ich kann das Mikrofon nicht mitnehmen. Das ist eine Schande. Aber den Bunsenbrenner. Aber eigentlich ist das ja auch jetzt hier gerade teilweise dekorativer Loot. Aber glücklicherweise können wir das Mikrofon hier gar nicht mitnehmen. Das ist hier am dekorativsten, würde ich mal sagen. Gut, okay. Ritter Captain Cates Bericht. Los geht's. Medizinischer Bericht, Aufzeichnung durch Ritter Captain Cate. Ich arbeite eng mit Gelehrter Neuria zusammen an der Untersuchung einiger Synth-Leichen, die unsere Erkundungsteams geborgen haben. Auch wenn wir noch keinen der Synths geborgen haben, die vollständig menschlich aussehen, sind diese früheren Modelle dennoch erstaunlich ausgereift. Es wird immer deutlicher, dass das Institut der technologisch am weitesten fortgeschrittene Feind ist, mit dem wir es je zu tun hatten und daher extrem gefährlich ist. Ich habe alle meine Daten an Lancer Captain Kells übermittelt, zusammen mit meiner Empfehlung, effektive Gegenmaßnahmen gegen diese Synths zu entwickeln. Leider bin ich mir nicht sicher, wie viel das bringen wird, angesichts der Tatsache, dass der echte Feind die Synths sind, die sich womöglich in unserer Mitte verstecken. Ja, wir könnten schon lange, lange Zeit zutiefst indoktriniert sein. Machen wir gleich, ne? Cate, geh gleich los, mein Guter. Muss hier vorher noch ein bisschen für euch unnützen Kram mitnehmen. Nein, so ein Stimpack ist weniger dekorativ. Gut, okay. Wer hat denn hier bitte einen Mob reingepresst? In den Mülleimer? Erst Terminal oder erst Quatschen? Da hätten wir ja fast eine Doppelkapitelmarke machen können. Und hier hinten sind ja auch noch. Wahnsinn. Erste-Hilfe-Kisten und so. Danke sehr. Gut, erst Quatsch, ne? Würde ich vorschlagen. Hallo. Captain Cate? Ich werde dich untersuchen, nachdem du bei Dance und Ältester Maxen warst. Ich war bei Maxen, aber ich muss nochmal zu Dance, ne? Okay. Hast du viele Texte? Krankenakten? Oh ja. Oh ja. So,
So, wie lange nehme ich auf? 2 Minuten 30? Das sieht ganz nach einer doppelten Kapitelmarke aus. Ja, aber es ist waghalsig, ne? Es ist sehr, sehr waghalsig. Das muss ich aber hinten raus nochmal sagen, ne? Dass das hier eine doppelte Kapitelmarke ist. Mache ich dann auch, ne? Mache ich auch. Kapitelmarke. Die wahrscheinlich längste Kapitelmarke aller Zeiten beginnt. Also der zweite Teil davon beginnt hier. Krankenakten. Behandelt. Symptome des Patienten sind unter anderem Schlaflosigkeit. Oh, das kenne ich. Und ein dumpfer, pulsierender Schmerz im Kopf. Das kenne ich eher weniger. Alle Standardtests waren negativ. Symptome legen posttraumatische Belastungsstörung oder ähnliches nahe. Empfehle freiwilligen Rücktritt vom Dienst, bis sich die Symptome verschlimmern. Patient wurde darüber informiert, befindet sich aber wieder im Einsatz. Patient klagt über Phantomschmerz nach Verlust einer Gliedmaße. Zuvor verschriebene Mischung aus Schmerzmitteln und Stimpak scheint keine Wirkung mehr zu haben. Dosierung wurde auf 300 Milligramm pro Tag erhöht, die für Diensttauglichkeit maximal zulässige Menge. Patient hat offenbar auch Albträume über den Vorfall, der zum Verlust der Gliedmaße geführt hat, was angesichts des Ausmaßes der Verletzung nicht erstaunlich ist. Werde Patienten weiter beobachten. Patient ist aufgrund von Intoxikation ausgerutscht und gestürzt, was zu einer Schnittwunde am Kopf und Quetschungen am Brustkorb geführt hat. Behandlung mit Stimpak, anschließend wurden 8 Stunden Bettruhe angeordnet. Da dies die dritte, alkoholbedingte Verletzung des Patienten ist, habe ich entsprechend der Vorschrift eine Entzugsbehandlung angeordnet. Adektol, ein Königreich für ein Adektol. Oh, hier ist jemand verstorben. Patient ist mit schweren Verletzungen infolge einer atomaren Explosion aus dem Einsatz zurückgekehrt. Verletzungen linker Arm und linkes Bein abgetrennt. Wow. Schweres inneres Trauma, schwere Verbrennungen auf der gesamten linken Hälfte des Kopfs und akute Strahlenvergiftung. Notoperation wurde sofort eingeleitet, aber der Patient ist nach 3 Stunden verstorben. Überreste des Patienten wurden laut Vorschrift eingeäschert. Aber hier behandelt. Sehr schön. Hier hat einer überlebt. Das freut uns alle sehr. Patient leidet unter Verfärbungen, Ausschlag, Pusteln und radioaktiven Spuren in der Leistengegend. Symptome passen zu durch von Ghoulen sexuell... What the heck? Haben wir nicht in der letzten Aufnahme irgendwas besprochen, was fast in die Richtung ging? Da gibt es bestimmt auch eine Mod für. Meine Güte, wie krank. Symptome passen zu durch von Ghoulen sexuell übertragbarer Krankheit. Patient wurde behandelt und Bericht wurde laut Vorschrift an Proctor Ingram geschickt. Ist das der Psychologe hier auf dem Schiff? Da muss der nämlich hin, glaube ich. Interne Mail der Britwin Maxson. Jetzt, da wir unsere dringliche Mission im Commonwealth begonnen haben, sehe ich die Hauptaufgabe Ihrer Abteilung darin, für das geistige Wohl der Crew zu sorgen. Mir ist durchaus bewusst, dass es nicht leicht ist, eine so lange Zeit an Bord des Schiffs bleiben zu müssen. Wenn Ihnen Anzeichen von Stress auffallen, der durch lange Einsätze verursacht wird, möchte ich, dass Sie dies behandeln, als würde eine reguläre Erkrankung gemeldet. Zählt das mit den Ghoulen auch? Zu diesen Symptomen von Langzeitstress, man weiß es nicht. Ne? Das überlassen wir den Profis. Wenn wir das Institut besiegen wollen, können wir es und, können wir uns es nicht erlauben, wir paraphrasieren hier so ein bisschen, auch nur einen Soldaten wegen mentaler Probleme zu verlieren. Ja, auch nur einen Soldaten wegen mentaler Probleme zu verlieren. Das nehmen wir, ne? Dieses Take nehmen wir. Ich habe Ihre Sorgen über Proctor Ingrams Zustand zur Kenntnis genommen und kann Ihnen versichern, dass sie absolut in der Lage ist, sich um sich selbst zu kümmern. Sie hat sich als äußerst wertvolles Mitglied der Crew erwiesen und ich werde sie nicht vom Dienst beurlauben, solange sie mir nicht eindeutig beweisen können, dass sie physisch nicht mehr in der Lage ist, ihren Dienst zu erfüllen. Physisch? Warte mal. Aber warum denn? Stimmt denn mit ihr nicht? Werden wir sicherlich noch herausfinden. Ist sie etwas älter oder sowas? Ich kann mich nicht dran erinnern. Haben wir die schon gesehen? Ich und Namen. Unser Bergungstrupp hat von seinem letzten Ausflug etwas medizinisches Gerät mitgebracht. Wenn du Zeit hast, komm doch mal runter und sag mir, was du davon gebrauchen kannst. Alles, was du nicht willst, werde ich bei den Händlern verkaufen. Unsere Munitionsvorräte sind etwas knapp und diese medizinischen Vorräte sind bei den Bewohnern hier ebenso gerne gesehen wie Kronkorken. K-
Kerls. Ich habe deinen medizinischen Bericht zu Ritter Sergeant Merrick gelesen. Die Tatsache, dass er lange genug durchgehalten hat, um zur Britven zurückzukehren und seinen Bericht abzuliefern, ist absolut unglaublich. Das Opfer, das er für diese Mission gebracht hat, zeigt, wie pflichtbewusst und loyal er war. Wir werden heute Abend auf dem Vorderdeck eine Andacht halten. Ich hoffe, du hast die Zeit, daran teilzunehmen. Kapitelmarke. Nicht schon wieder. Jetzt haben wir hier schon wieder eine Doppelkapitelmarke gehabt, ne? Und diesmal waren 2 Minuten 30 Gameplay zwischen den Kapitelmarken, die ich jetzt nicht extra separat mit Kapitelmarken ausstaffieren wollte. Und diesmal habt ihr wirklich was verpasst. Unter anderem, ich denke, da sind wir uns alle einig, die Kapitelmarke nicht genutzt haben, um den Leseteil zu überspringen. Und ich natürlich, weil ich es gelesen habe. Am interessantesten war, glaube ich, das mit den Ghoulen und den... Und dann mit den Krankheiten, die man von Ghoulen bekommen kann, wenn man den Ghoulen zu nahe kommt. Mehr sage ich dazu nicht, ne? Könnt ihr immer noch nachholen, wenn ihr wollt. Dieses Video ist skippbar. Gut, weiter. So, wir wollen nicht zu dir, denn er redet nicht mit uns. Wir müssen erst zu Maxen. Da waren wir schon. Und von da kamen wir. Warum steht er jetzt hier so einfach rum? Oh Mann, wenn ich noch einmal zu spät zum Appell komme, lässt mich Captain Kerls 100 Liegestütze machen. Er macht mich mit Sugar. So, und von da unten kamen wir ursprünglich. Habe ich den Schlüssel schon? Kriege ich später so einen Schlüssel hier? Hier, da war ich noch gar nicht drin, ne? Hier ist Buff Out. Irgendwer nimmt hier Steroide. Muss er selber wissen, ne? Das soll nach hinten raus das Leben verkürzen, habe ich gehört. Aber für die Phase, wo man sie nimmt, holt man auch mehr raus. Das gleicht sich eventuell aus, aber ich weiß es nicht, ne? Captain Kells Terminal. Hier waren wir noch nicht drin. Nein, nein, nein. Schon wieder? Warte mal. Triple-Kapitelmarke? What the heck? Triple-Kapitelmarke? Aber wirklich? Ich muss das mit den Ghoulen gleich nochmal erwähnen. Das war zu gut. Oder lieber nicht, ne? Ja. Kapitelmarke. Eine Dreier-Kapitelmarke? Wahnsinn. Aber wer weiß, vielleicht geht die Serie ja noch weiter. Wer weiß, was der nächste Raum für uns noch bereithält. Maxen. Captain, ich will, dass Sie die Britven bereit für den Abflug machen. Archivar Nox hat die Analyse der Energiewerte beendet, die wir von Paladin Dans Erkundungsteam erhalten haben und ist zu dem Schluss gekommen, dass sie vom Institut stammen müssen. Nox ist sich sicher, dass diese Energiewerte nur künstlich erzeugt werden können und das auch nur mit sehr fortschrittlicher Technologie. Aufgrund der Frequenz der Werte gehen wir beide davon aus, dass sie von einer Maschine oder Waffe stammen. Wir müssen daher schnellstmöglich in Richtung Commonwealth aufbrechen. Ich weiß nicht, mit was für einen finsteren Plan das Institut die Welt bedrohen will, aber ich werde ganz sicher nicht dabei tatenlos zusehen, wie sie ihn umsetzen. Ingram. Alle Stationen melden Bereitschaft und das gesamte Personal ist an Bord der Britven. Ich habe sie nochmal vom Bug bis zum Heck geprüft und sie ist bereit für die Reise. Bei allem nötigen Respekt, das wäre sehr hilfreich, wenn ich wüsste, wohin wir genau fliegen. Es ist schwierig, das Schiff richtig vorzubereiten, wenn ich nicht weiß, über welche Gebiete wir fliegen. Mir ist klar, dass es nach Norden geht, aber wie weit werden wir fliegen und was wird uns dort erwarten, Captain? Gute Frage, nächste Frage. Kate, wie gewünscht sende ich Ihnen meine Einschätzung zu Protokoll Ingrams Einsatzfähigkeit im Feld. Meiner Meinung nach ist Ingram voll und ganz geeignet für Einsätze im Feld und wäre eine Bereicherung für jedes Team, das das Glück hat, sie dabei zu haben. Bevor die Britven das Ödland der Hauptstadt verlassen hat, habe ich ihr 6 Monate lang bei der Entwicklung des Powerrüstungsgestells geholfen, mit dem sie ihre Mobilität verbessern wollte. Sie hat hart mit dieser Rüstung trainiert und ist mehr als geeignet für einen Einsatz mit unseren Bodentruppen. Ich behandle seit fast 2 Jahrzehnten verwundete Soldaten und ich habe noch keinen gesehen, der derart entschlossen und pflichtbewusst ist wie Ingram. Sie auf dem Schiff zu lassen wäre Ressourcenverschwendung und eine echte Schande. Tegan. Jetzt, da wir das Commonwealth erreicht haben, würde ich gerne Handelsbeziehungen mit den Bewohnern aufbauen. Dazu brauche ich einen Bergungstrupp und einen unserer Vertibirds. Es gibt mehrere Karawanen im Commonwealth. Wir werden die Vertibirds nutzen, um sie ausfindig zu machen. Sollte eine der Karawanen angegriffen werden, gehen wir rein und helfen ihnen. Dann wissen sie, dass wir ihr freundliches Auge am Himmel sind. Da man einen solchen Schutz von Söldnern nicht bekommen kann, werden uns die Händler mit Sicherheit gut
gute Preise bieten. Ich habe die gleiche Taktik im Ödland der Hauptstadt angewandt und sie hat bestens funktioniert. Hier draußen, mit der Bedrohung durch das Institut im Nacken, werden uns die Händler aus der Hand fressen. Das war's, ne? Kapitelmarke. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht damit, ja, gut erkannt, das ist nicht das Terminal, wo wir die ursprüngliche zum Lesen überspringen Kapitelmarke gesetzt haben. Das ist mittlerweile das dritte Terminal in Folge, vielleicht nicht das letzte Terminal. Aber wir tun jetzt einfach gerade mal so, als ob es das letzte Terminal wäre, was wir jetzt hintereinander gelesen haben. Das war eine triple Kapitelmarke. Ich bin auch sehr beeindruckt gewesen. Aber hier sind wir wieder, ne? Ihr habt viel verpasst, wirklich. Da waren coole Texte dabei, aber muss jeder selber wissen. Und wir bleiben jetzt erstmal auf dieser Ebene und gehen jetzt hier durch. In die Mensa. Na? So, da war das zweite Terminal. Beim Dock. Und hier war das erste. Mal gucken, wie es weitergeht. Hallo? Na du? Entschuldigung. Wenn Ältester Maxon mir befehlen würde, ihn zu den Toren der Hölle zu begleiten, ja, würde ich sie für ihn eintreten. Aber kriegt ihr hier unten nicht alle Vitamin-D-Mangel oder so? Es ist verdammt du bist dunkel also hier. Der neue Ritter, von dem ich gehört habe. Das ist nicht gut. Schön, dich bei uns zu haben. Für den präfrontalen Kortex und so. Auf Befehl von Ältester Maxon werden sämtliche Formen von Technologie konfisziert oder eingesammelt. Da schrumpft das Hirn. Es ist viel zu dunkel. Immer Tageslicht. Oder zumindest Tageslichtlampen, Leute. Ja, und denkt auch an die Zirbeldrüse. Das ganze Melatonin möchte abgebaut werden. Wenn du einen Brocken Cram mit ein wenig Nuka-Cola anbrennst, kommt beinahe was Essbares dabei raus. Das ist schön, ne? Wenn ihr wollt, ich kann euch beliefern. Mit Mob, dankeschön. Aber schönen Kram habt ihr hier. Du bist ein bisschen wichtiger als die anderen, ne? Nicht du, Dance. Du bist immer, wow, du bist top, man. Let's dance. Aber ich meine, den Koch da. So, hi. Hast du was zu erzählen? Kantinenoffizier. Solltest du einem Gunner nie den Rücken zudrehen. Okay, ja. Yeah. Schöner Rucksack, by the way. Hi. In der Kantine ist Selbstbedienung, Bruder. Nimm dir, was du brauchst. Hab ich getan. Dankeschön. Das Schachbrett hat mir am meisten gefallen. Zack. Und hier noch ein paar Kippen. Aber den Schnaps könnt ihr behalten, weil hier in der Kantine. Wir kommen gleich, Dance. Wir kommen gleich. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Oh, Feuerlöscher. Können wir auch mitnehmen. Noch nicht die Treppe benutzen. Wir bleiben erstmal auf dieser Ebene. Wir machen erstmal hier schön unsere Erkundung. Dies hier ist ein Erkundungsspiel. Zumindest für mich, aber für viele andere auch. Nämlich Zahnrad. Hallo? Dr. Ingram. Ach so, deswegen. Deswegen. Jetzt verstehe ich. Sie hat ein Bein verloren, ne? Das ist es. Sie hat beide Beine verloren. Richtig. Und deswegen der Zustand, ob sie einsatzbereit ist. Sie ist nicht ein bisschen älter, sie ist die Beine verloren hat, ne? Aber nur die Beine, oder? Arme sind noch dran. Okay, Ingram, wir grüßen dich. Hi, hi, hi. Dr. Ingram? Komm zu mir, wenn du mit Maxon und Dance gesprochen hast. Machen wir, da kriegen wir bestimmt dicke Aufgaben. Ach, cool. Und das darf ich nicht entfernen. Das wäre Diebstahl. Aber hier drüben, da wollen wir uns natürlich nach wie vor bedienen. Zack. Ich speichere lieber mal nicht, dass ich aus Versehen mal was klaue und dann bringen sie mich alle um. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Mit gesammelter Stärke und im Namen der Bruderschaft für die Demokratie. So eine Exosuits bräuchten wir doch echt in Helldivers, Mensch. Ja, die man von Anfang an wählen kann oder so. Was? Wie bitte? Oh ja, stimmt. Ich erinnere mich. Eine weitere Waffenmod, die ich vergessen habe. Der große Magnum Revolver. Alter Schwede, guckt euch mal das Teil an. Oh, warte, müssen wir umbenennen. Magnum Revolver. 144 Schaden, da geht bestimmt noch was. First Strike. Lucky Strike, ey. Wie gut, ey. Guckt euch mal das Teil an. Krank, Mann. Nein, das ist nicht Vanilla. Nein, nein. Ist hier eine Waffenwerkbank zufällig? Ich würde das Ding gerne tunen. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Können wir auch gleich umbenennen. Vielleicht unser neues super Scharfschützengewehr. Magnum Revolver. Bitte umbenennen. T. Wir nennen sie auch, weiß ich nicht. Wir nennen sie Lucky Strike, okay. Zack. Lucky Strike. Und dann wollen wir sie natürlich auch ein bisschen tunen. Powerful. Oh, hier. Heavy Frame Receiver. Nehme ich. Die Zahl stimmt.
Bisschen weniger Präzision. Aber das nicht so schlimm. Barrels. Medium Barrels. Wird kürzer, aber der Schaden bleibt gleich, ne? Aber die Reichweite wollen wir natürlich auch hoch haben. Man könnte daraus ja so eine Art Scharfschützengewehr bauen. Irgendwie bietet sich das doch an. Hier. Light Long Barrels. Oder Glowing Barrels. Glühende Barrels. Das ist nicht schlecht. Da ist die Reichweite am höchsten. 251. Nehmen wir. Hier. Dankeschön. Das wird eine Art Scharfschützengewehr. So ein richtig schönes Steampunk-Scharfschützengewehr. Synthetic Stock. Nein. Wir behalten hier First Strike, den schicken Aufkleber. Und hier brauchen wir... Ja, ein richtiges Scope, Mensch. Es ist dafür auch gedacht, ne? Oh, und hier Long Scope. Präzision 94 ist das Beste, ne? Wir wollen richtig Sniperino-mäßig unterwegs sein. Das sieht auch so richtig steampunkig aus. Das lange Rohr da oben drauf. Aber das hat mehr Sci-Fi, ne? Aber hier ist die beste Präzision. Wir müssen das nehmen. Unbedingt. Aber das, oh, das markiert aber Ziele. Aber 94 ist halt 94, ne? Für Wetz wäre das besser. Ist okay, wir nehmen erstmal das lange Rohr. Schalldämpfer. Ja, genau. Was fehlt hier? Schraube. Oh, eine Schraube. Die habe ich doch bestimmt noch irgendwo locker. Wo ist sie? Irgendwo hier muss doch noch eine Schraube sein. Zack. Nehmen wir das gleich mal mit. Das ist ja großartig. Es wird ja immer besser. Und da warten bestimmt noch mehr Waffen. Da darf ich auch nicht ran. Frechheit. Das nächste Terminal. Aber wir sind jetzt sehr weit weg vom letzten Terminal. Wir könnten uns das auch aufheben im schlimmsten Fall, wenn das ein lesewürdiges Kapitel Markenterminal ist, dann können wir uns das aufheben. Wir haben jetzt auch echt viel gelesen in dieser Folge. Aber nicht, dass wir es vergessen. Ich muss es mir eintragen. Da ist auch noch ein Zettel, der wartet auf uns. Eine Sekunde. Bürgermeister mit BOS-Begleiter abholen. Nee, Quatsch. Das habe ich mich hier mit zwei Zeilen vertan. Ich meine Brandis mit BOS-Begleiter abholen. Das habt ihr mir empfohlen. Und hier steht noch Bürgermeister Unterschlupf. Just in case Zettel lesen. Das machen wir auch irgendwann. Keine Panik. Das wird alles nachgeholt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Aber wir haben unsere Schraube. Und wir sind jetzt auch hier fertig. So. Danke sehr. Na, hier war noch eine schicke Haarbürste. Und ein bisschen mehr Kram. Nochmal bitte ran. Und dann den richtig dicken Schalldämpfer. Warte mal, stopp. Präzision wird dadurch erhöht. Reichweite auch. Nee, Quatsch. Also im Gegensatz zu Typ 1 ist Typ 2, der Schalldämpfer, besser. Aber wir haben keinen Schadens-Debuff. Okay, Block, nice. Guckt euch mal die Kiste an, das gibt's doch nicht. Lucky Strike, kann's kaum erwarten, das Teil zu benutzen. Vielleicht endlich mal eine Ablöse von Blue, wobei Blue natürlich mitgenommen wird. Lucky Strike. Wir packen dich auf der 2. Das ist mein Sniperino-Slot. Zeig mal. Nur mal kurz in die Hand nehmen. Ula, alter Schwede. Ja. Wird alles verändern. Passt auch sehr gut zu dem Outfit. Nein, das ist eigentlich eine Waffe, die... die sollte man in einer Power-Rüstung benutzen. Aber okay. Wir tun einfach mal so, als ob wir... Ach nee, das ist hier auch Dingens. Warum fährt er das maximal aus? Wo ist das Problem? Fotomodus? Was ist los mit dir? Irgendwer gibt ein dauerhaftes Signal nach... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ein einmaliges Problem oder kommt es wieder? Nein, alles gut. Alles gut. Es war nur ein einmaliges Problem. Ist vielleicht ein bisschen dunkel jetzt. Ja, ist okay. Kann man machen. Ist in Ordnung. Ich freue mich. So, und wir checken nur ganz kurz das Ingram-Terminal. Wenn du meinst, das Commonwealth sieht übel aus, solltest du mal das Ödland der Hauptstadt sehen. Also das kenne ich, aber aus einer anderen Zeit, weißt du, ich war schon öfters unterwegs, in verschiedenen Instanzen. Oh, und Händler, ne? Das gibt's ja nicht. Hätte viel Kohle, ich bitte darum. Das wäre ganz toll. Ingrams Terminal.
Oh ja, das müssen wir. Ich schreibe es mir auf, okay? Es ist gut. Ich schreibe es mir auf, sonst wird das eine harte Lesefolge. Wir kommen ja irgendwann wieder und irgendwann spüren wir, ne? Richtig, dass es zu Ende geht und dann, ne? Ich tippe mir das mal eben auf. Okay, ist hiermit aufgeschrieben. Weiter, 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 weiter. Auf dieser Ebene sind wir hier fertig, zumindest in diesem Raum. Da hinten geht's aber weiter. Hallo, hallo, hallo. Noch eine Waffenwerkbank. Und du bist Paladin Commander der Bruderschaft. Die Pred Rim mit einer schicken Rüstung. Und wir können uns glücklich schätzen, sie zu haben. Ja, allerdings. Das stimmt. Die Besten der Besten. Dr. Tegan? Reden wir, nachdem du dich mit Ältester Maxen und Paladin ich verstehe. Und hier Terminal meisterhaft entsperren. Aber nicht rot. Na, dann wollen wir mal. Zack. Zack, zack. Nein. Hätte ja klappen können. Schon aber neue Versuche. Settlements. Maintenance. Das wär's. Ah, hier. Türchen. Mach mal auf, bitte. Danke sehr. Und jetzt kann ich hier rein und mich bedienen. Nee, darf ich nicht. Aber schöner Kram. Absolut. Das darf ich mitnehmen, ne? Geschirr darf ich abräumen. Das freut mich. Löscher, ja. Der gehört auch mir. Bis dann, ne? Wir sehen uns. Tschüss. Irgendwann muss auch er schlafen. Und das ist jetzt der Ebenenwechsel gewesen. Aber war sowieso dran. Schick, schick, schick. Oh, hier geht's ja noch runter. Aber erstmal hier den Steg entlang. Wow, das hat ja richtig was von Starfield. Spiele ich auch bald mal wieder. Habe ich richtig Bock drauf. Freizeitterminal. So. Erstmal hier kurz alles absuchen. Dankeschön. Kippchen. Die Flasche ist nämlich mit. Können wir gut gebrauchen. Weg, weg, weg. Quantum. Gerne doch. Aber keine Alkoholiker. Nein, nein. Wir brauchen kein Bier. Wir können auch so traurig sein. Hast du einen Namen? Ich bevorzuge ja Laserwaffen. Der Schuss ist sauberer und er hinterlässt die. Ja, aber guck mal dieses Schätzchen an, ne? Da kannst du mit deinen Laserwaffen nicht mithalten. High five! Vielleicht beim nächsten Mal. So, oh ja, schreibe ich mir auch auf. Ingrams und Freizeitterminal. Juti, weiter. Na los! Hier ist noch viel zu erledigen. Ist hier eventuell noch Kram? Oh, ist das ein schönes Schiff. Es tut mir so leid, aber ihr müsst alle sterben trotzdem. Das Schiff ist sehr schön. Mein Herz schlägt nun mal fürs Institut. Immer wieder. Aber wir werden trotzdem bis dahin eine schöne Zeit haben. Wisst ihr? So. Die könnten sich das aber auch schon denken, ne? Dass wir eigentlich auf Seiten des Institutes stehen oder dass wir eher so gesinnt sind. Wegen des weißen Anzuges. Das muss ja alles clean bei uns sein. Oh, hallo. Den Anzug schon gestern getestet haben. Ja, ich weiß. Und wenn ich es nicht schaffe? Schaff es. Okay, klar. Schaff es. Feuer. Feuer? Wolf. Bleibt alles zusammen? Glaub mir, das würdest du mitkriegen. Gut. Feuer. Okay, okay. Sieht alles gut aus. Und das Schiff ist auch nicht versenkt. Danke, Anwärter. Klar, jederzeit. Oh, warte. Öffne deinen persönlichen Lagerbehälter. Was? Welcher war das jetzt? Der hier? Tobias Reaper, du pennst in meinem Bett. Meine Gute. Ja, aber mach ruhig. Wir haben den Schlafsack. Okay, große Babyflasche. Was hat das bitte hier auf dem Schiff zu suchen? Eine große Babyflasche. Ich habe hier noch keine Kinder gesehen. Lass dich nicht von Ingram beim Herumstehen erwischen. Nein, die mag das nicht, ne? Ich glaube, die ist knallhart. Die muss auch knallhart sein, ne? Die muss es allen beweisen, dass sie es noch drauf hat. Gerade jetzt, ne? Ich mach mal auf, ne? Hast deinen Schlüssel verloren? Kein Problem. Kriegen wir hin. Ja. Schmutziger blauer Anzug. Schmutziger blauer Anzug? Ich glaube, den haben wir noch nicht. Terminal für ausgehende Mails. Drei Terminals. Die holen wir nach. Schreibe ich mir kurz auf. Ingram Freizeit und ausgehende Mails Terminal. Machen wir. Ist gebongt, Mann, aber wir dürfen das nicht zu geklappt. Nee, andersrum. Wir dürfen das nicht zu fokussiert machen. Nicht zu geballt.
Das Wort habe ich gesucht. Naja, so ungefähr dieses Wort. Schön. Ja, danke schön. Die Kronkorken. Drohnenkontrolle. Wenn du Dokumente findest, solltest du sie zu Proctor Quinlan bringen. Da geht's wieder runter, aber hier geht's ja noch weiter hoch. Ihr wolltet nicht weiter mit mir reden. Ihr seid seelenlose NPCs, aber trotzdem sehr sympathische seelenlose NPCs. Und du? Hi. Maxon mag warmherzig wirken, aber ich kann dir versichern, dass das Institut seinen Zorn spüren wird. Das ist knallhart, ne? Kann ich mir richtig vorstellen. Eine Sekunde. Wir gehen mal kurz raus. Oh, mitten in der Nacht jetzt. Warte mal, stopp, ist der God-Mode noch an? Ich habe ein paar Bilder geschossen gehabt. Nach der letzten Aufnahme. Nee, ist alles cool. Wenn wir Moni verlieren, sind wir kein Gott. Oh, habt ihr die Trommel gesehen? So halb, ne? Ist aber auch dunkel gerade hier. Übel. Klickety-klick-klick. Der Fotomodus. Nicht schlecht, ne? Da habe ich gerade ein bisschen die Brightness hochgedreht. Oh, hier ist noch was. Scharfschützenlager. Cool. Mit unserer Moni. The Lucky Strike. Zack. Cool. Oh, 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 oh. Was? Wie bitte? Circle of Steel Sniper Rifle. Ach du Schande. Die ist auch gemoddet, ne? Pain Scheme of the Circle of Steel. Increased Damage. Double Damage if Target. Is at full health. Anstacheln. Das gibt's ja nicht. 361 mal 2. 308er Munition. Wir werden noch zum richtigen Sniperino. Es wird immer besser. Plötzlich nur noch die besten Waffen, die besten Snipergewehre im ganzen Spiel. Also naja, mit Mod vermöglichbare Waffen im Spiel. Nehme ich. Aber Laserscharfschützengewehr? Nee, das nehme ich nicht. Aber die Fusionszellen? Meine Güte. Jetzt kann ich mich wieder nicht entscheiden, was ich zuerst benutzen soll. Aber... naja, wir sind ja sowieso noch nicht fertig. Wir haben noch ein bisschen Bedenkzeit. Okay. Schande, fast wären wir daran vorbeigerannt. Weißt du, an dem besten Scharfschützengewehr im ganzen Spiel. Ich kann kaum erwarten, das Teil zu benutzen. Ah, okay, ja. So. Oh, ich kann mich hier gerade überhaupt nicht satt sehen. Ein Glück haben wir eine Lampe dabei. Und ein Glück haben wir unsere Vitamin-D-Tabletten genommen. Ansonsten würden wir schlagartig depressiv werden. Doch, doch, es ist viel zu dunkel hier, Leute. Das ist nicht gesund, Mann. Und das sind die Motoren, ne? Ich gehe mal zu Dingens. Danach können wir die Leute anquatschen. Danach können wir neue Leute belästigen. Das ist unser Begehr. Was? Wo bin ich hier gelandet? Schande. Das ist mittlere Ebene, ne? Ich muss mich ganz kurz orientieren. Das sind Kinder! Das sind doch Kinder! Okay, wir sind eine Ebene höher als Dance. Aber hier waren wir schon. Wir sind nur nicht weitergelaufen. Hier war meine Kiste. Dies hier ist meine Kiste. Meine Kiste ist mein Leben. So. Aber hier wollen wir noch Kram mitnehmen. Mhm. Hallo! Oh Gott, das ist die. Unter denen ich je dienen durfte. Das ist die Gottwaffe. Die One-Hit-Kill-Waffe, die wir. Wie hießen sie nochmal? Hot Rodder, glaube ich. Diese Power-Rüstungstuner. Da mussten wir bei einem Angriff, aber ganz schnell, hat 15 Versuche gedauert, mussten wir einen Angreifer diese Waffe wegnehmen, weil er wirklich mit einem Hauch von dieser Plasma. Sprühwaffe uns gekillt hatte. Trotz Powerrüstung, trotz allem. Ich hoffe, dass nie wieder ein Gegner diese Waffe halten wird. Na ihr? Knappe. Angeblich entführen sind's Menschen. Was sie dann wohl mit ihnen anstellen? Ist krass, ne? Man hat jetzt ein ganz anderes Bild eigentlich von den Knappen. Der Bruderschaft durch die Fallout-Serie. Stellt euch das mal mit den Kids hier vor. Wäre schon übel. Entschuldigung, Knappe. Grüße, Ritter. Grüße, ja, zurückgegrüßt. Verstrahlte Knappe. Grüße. Ich kann ein Lasergewehr in unter einer Minute vollständig zerlegen. Das schaffst du sicher nicht. Na gut, da hast du recht. Aber ich kann Kapitelmarke sagen. Hey, jede Lage mit Feuer aus allen Rohren angehen? Ein schneller Weg ins Grab. Richtig, man muss es auch du im Köpfchen haben, nicht nur im Bizeps. Mach uns stolz. Machen wir
Das ist gebonkt, Mann. Unser Leben für die Bruderschaft. Naja, gut. Könnt ihr ruhig glauben jetzt erstmal. Oh, wie schön das... Ah, okay, das... Ich schreib's mir einfach auf, ne, dieses Terminal. Ingrams Freizeit, ausgehende Mails und Nerias Terminal auf Britvin. Steht ganz oben auf Notizzettel, auf der Liste. Aber bitte nichts an. Interessiert dich denn mein Experiment nicht? Ja, klar. Ich gebe gern mein Leben. Aber ihr redet auch erst wieder, wenn ich vorher mit Dance gequatscht habe, ne? Erst nach Let's Dance. Hallo. Hallo, hallo, hallo. In Cambridge findet man bei Bedarf Obdach und Vorräte. Mhm. Wow. Das ist ein Klumpen, ey, wa? Aber die Füße und die Fußnägel. Müssen sich Supermutanten auch die Fußnägel schneiden, Ma'am? Gelehrte Naraya. Du kannst dir die Exemplare gern ansehen, aber bitte nichts anfassen. Ich übernehme keinerlei Verantwortung, wenn du dich verletzt. Nö. Oh, wir können jetzt schon quatschen. Und das sind alles deine Kreaturen? Sind das alles deine Kreaturen? Nun, sie sind Teil meiner Forschungsarbeit, wenn du das meinst. Ich stehe kurz davor herauszufinden, wie die Körper dieser Kreaturen sich an die Strahlung, die ihren Lebensraum kontaminiert, angepasst haben. Wenn ich den Code knacken kann, kann ich unsere Truppen mit einer Schutzverbindung ausstatten, die deutlich besser ist als Radax. Mit weniger Nebenwirkungen? Was meinst du mit den Code knacken? Den genetischen Code. Die DNS-Sequenz, die jedes Lebewesen in sich trägt. Weißt du, die ionisierende Strahlung, die nach dem großen Krieg zurückblieb, ist tödlich, weil sie den meisten Lebewesen Schaden auf Zellebene zufügt. Allerdings hat sich der Körper dieser Kreaturen nach mehreren Generationen angepasst und seine Gene so verändert, dass ein Zellverfall verhindert wird. Ich glaube, ich weiß, wie ich diese genetische Neustrukturierung beschleunigt replizieren kann. Statt in Jahrzehnten kann ich sie in Augenblicken durchführen, zumindest für einen kurzen Zeitraum. Das hört sich echt gut an, finde ich. Klingt gut. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf mich zählen. Ich weiß das Angebot zu schätzen, aber leider hänge ich an einem Problem fest. Die Exemplare, die ich bereits habe, können nur begrenzt Blut und Genmaterial spenden. Wenn ich zu viel entnehme, sterben sie. Deshalb brauche ich zusätzliche Blutproben von den Kreaturen im Commonwealth. Das ist doch ein Job für uns, na klar. Ja, Kohle? Fragezeichen. Bekomme ich etwas von der Verbindung, an der du arbeitest? Wenn ich einen Durchbruch erziele, bekommst du als erstes etwas, nachdem das ich sie an dir getestet habe. Ich habe deinen Pip-Boy so modifiziert, dass er die Leiche jeder kürzlich getöteten Kreatur auswertet, die passende Blutgruppe hat. Du musst dann nur noch geeignete Proben entnehmen und sie zu mir bringen. Hey, ich weiß wirklich zu schätzen, dass du das für mich tust. Schön zu wissen, dass ich nicht die Einzige in der Bruderschaft bin, die dem Fortschritt aufgeschlossen gegenübersteht. Nein, Wissenschaft ist wichtig. Aber hast du noch was zu sagen? Gelette Naraya. Hast du Blutproben für mich, Ritter? Nee, noch nicht. Oh, warte mal. Ja, doch. Wobei, ich habe noch ein paar Fragen bezüglich der Ausführung. Kann man jeder Kreatur geeignete Blutproben entnehmen? Leider nein. Die Natur ist störrisch. Und solange das Exemplar nicht geeignet ist, kann ich die Probe nicht für meine Verbindung nutzen. Deshalb musste ich deinen Pip-Boy auch modifizieren. Er weist dich darauf hin, dass das Pip-Boy Blut einer Kreatur dafür geeignet ist. Hast du schon Proben für mich gefunden? Weiß ich nicht. Ja, habe ich. Ja, hier, bitte. Machst du dich über mich lustig? Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist definitiv keine geeignete Blutprobe. Hast du jetzt das etwas ist eine Packung Sugarbombs. Bist du dir sicher, dass du die Aufgabe verstanden hast? Nein, tut mir leid. Verstehe. Danke, dass du nochmal bei mir vorbeigeschaut hast. Na klar, wir später, okay, wir machen das. Ist eingetragen jetzt. Sobald ich einen Durchbruch erziele, lasse ich es dich wissen. Kannst du anrufen, ne? Ist das jetzt eine richtige Aufgabe? Nein. Nicht wirklich. Vielleicht oder Sonstiges? Ja, tatsächlich, das machen wir. Aber nicht sofort. Erst müssen wir mit Dance reden und dann mit allen anderen, die erst reden, wenn wir mit Dance geredet haben. Oh Gott, hier ist noch ein Terminal. Es nimmt Überhand. Das wird... Oh, oh Gott, ja, wie schön. Schreibe ich mir auf. Ich wiederhole. Ingrams, Freizeit, ausgehende Mails, Nerias und Botanik-Terminal auf Britvin lesen. Alles klar. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Terminals und wir haben schon 3 gelesen. Das ist, ist okay. Das ist eine gute Portion fürs nächste Mal. Vielleicht machen wir auch 2. Noch 2 weitere Portionen. Das ist okay. Das macht sich fürs Video, glaube ich, besser. So sind wir hier. Auf dieser Ebene durch.
Ist schon ein verdammt cooles Schiff. Ich weiß nicht, wann ich das Schiff das letzte Mal so gefeiert habe. Ich meine, könnt ihr nicht das Institut sein? Können wir hier nicht das Institut reinpacken? Zusätzlich noch? Ich meine, das Schiff. Das ist das, was mich am meisten interessiert. Nicht die Leute, aber das Schiff, ne? Okay, Dance. Na du. Gerade am Futtern, ne? Entschuldigung, Paladin Dance? Da bist du ja. Wie lief es mit Ältester Maxen? Es war großartig. Aber er ist echt jung, das stimmt. Maxen scheint im Vergleich zu den anderen ziemlich jung. Stört dich das nicht? Lass dich von seinem Alter nicht täuschen. Maxen ist ein brillanter Taktiker, ein ausgezeichneter Kämpfer. Und er hat eine idealistische Vision für die Zukunft der Bruderschaft. Ich würde ihm ohne zu zögern überall hin folgen. Okay. Aber warum? Wieso hast du sein Vertrauen in seine Fähigkeiten? Vor einem Jahrzehnt war die Bruderschaft fast vollkommen von ihrem Pfad abgekommen. Der Älteste vor Maxen hatte einen Weg eingeschlagen, der nirgendwo hinführte. Wohltätigkeit war ihm wichtiger als der Erhalt von Technologie. Aber als Maxen die Führung übernahm, richtete er die Bruderschaft von Grund auf neu aus und führte uns zurück auf den richtigen Weg. Dieses Schiff und die Besatzung sind ein Zeichen seiner Führungsqualitäten. Oh. Ja, es ist schon ein beeindruckender Kerl. Ich war sehr beeindruckt von ihm. Er scheint zu wissen, was das Beste für die Leute ist. Ganz genau. Ohne seine Entschlossenheit wären wir verloren. Ich hoffe nur, du verstehst, welches Risiko es für mich ist, dass du so schnell in unsere Reihen aufgenommen wurdest. Um es mal ganz direkt zu sagen, wenn du Mist baust, sind wir beide geliefert. Aber du kannst auch bei mir wohnen, in Sanctuary, ne? Ja. Was soll die ganze Sache, dass du meine Aufnahme persönlich unterstützt? Ältester Maxen ist verständlicherweise ziemlich wählerisch, was neue Rekruten angeht. Er glaubt, dass die Bruderschaft nur dann stark bleiben wird, wenn wir uns auch als Brüder fühlen. Als dein Fürsprecher ist es meine Pflicht, dich auf dem Weg durchs Commonwealth zu begleiten und sicherzustellen, dass du dich an unsere Ideale hältst. Deshalb mache ich mir auch so viele Gedanken wegen deiner Leistungen im Feld. Ich verstehe. Brother from another mother. Wir werden dich nicht enttäuschen. Ich werde dich nicht enttäuschen, Dance. Versprochen. Gut. Okay. Ich weiß, du bist heiß darauf, in deine Powerrüstung zu springen und den Kampf zum Institut zu tragen, aber alles der Reihe nach. Um ein effektives Teammitglied zu sein, musst du dich auf dem Schiff auskennen und ja. Den Crew kennenlernen. Da ich dein offizieller Fürsprecher bin, würde ich dir empfehlen, mich mitzunehmen. Okay, los geht's. Aber du musst mir auch folgen. Ich hoffe, das geht jetzt wieder. Klingt gut. Auf geht's. Wunderbar. Okay, gucken wir mal. Stählerne Bruderschaft. Abgeschlossen. Mhm. Was für eine Waffe benutzt okay. du? Schieß los. Handel. Okay, du knüppelst also mit dem Fusionskern einfach auf die Gegner. Verstehe ich. Das ist auch ein Mordsbrocken, das Teil. Ja, okay. Jetzt haben wir endlich eine neue Checkliste. Nice. Oh. Du bist also der neue Rekrut, von dem man mir okay, erzählt ja. hat. Hey, es ist unhöflich, einfach so wegzugehen. Nein, ist nicht so schlimm. Ist okay, ich habe ein anderes Problem, aber das ist Mord und Fallout 4 bedingt. Und das Safe Game ist schon vollgestopft mit jeder Menge Kram. Dance! Okay, ist in Ordnung. Einfach so wegzugehen. Nein, ist gut, wir quatschen. Ingram, meine Gute. Ingram? Du bist also der neue Rekrut, von dem man mir erzählt hat. Nicht ganz, was ich erwartet habe. Okay, aber warum? Was ist los? Du hörst dich enttäuscht an. Nicht enttäuscht, nur überrascht. Du siehst nicht wie die Ödländer aus, die wir üblicherweise an Land ziehen. Wie dem auch sei, du bist hier, um mich zu sehen. Also können wir es auch gleich hinter uns bringen. Mein Name ist Ingram. Und diese herrlich schmierige Schraubgrube ist der Ort, an dem du mich für gewöhnlich findest. Ist deine Powerrüstung zu eng im Schritt? Droht die Bridwen abzuschmieren? Läuft ein Roboter amok? Dann komm zu mir. Hört sich an, als hättest du alle Hände voll zu tun. Alle Hände voll? Verdammt, ich bräuchte noch ein paar Hände mehr, um hier mit allem fertig zu werden. Es vergeht kein Tag auf diesem Kahn, an dem nicht 5 oder 6 Sachen kaputt gehen. Und da ich hier feststecke, bin ich nicht mehr so agil wie früher. Die Arbeit wird einfach immer mehr. Okay, aber ich finde, du machst das echt gut. Eigentlich scheinst du dich ja ganz wacker zu schlagen. Ist wohl besser als die Alternative. Wie dem auch sei, du bist sicher hier, weil du eine Powerrüstung willst. In Bucht 3 steht eine recht ordentliche T-60, die du haben kannst.
Der linke Beinservo schmiert ein wenig. Aber das Ding hält dir die Biester vom Leib. Ach, na ja. Und wenn du an deiner Powerrüstung arbeiten möchtest, kannst du gern das Werkzeug hier verwenden. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss zurück an die Arbeit. Hast du keine Aufgabe für uns? Entschuldigung, Proctor Ingram. Kannst du Kells sagen, dass er das verdammte Schiff gerade halten soll, wenn ja. ich ihm etwas reparieren ja. soll? Dance, das frustriert mich, dass du mir nicht folgst. Ich möchte dich dann auch nicht mitnehmen. Ich muss dann erst noch ein bisschen an meinem Spiel rumarbeiten. Hey, weißt du? Was willst du? Dance? Was willst du? Was willst du? Was willst du? Es ist Zeit für dich zu gehen. Wir sollten getrennte Wege gehen. Ich sag es dir ganz offen. Ich finde die Entscheidung dumm. Das ist aber dumm. Das ist deine. Ja. Komm lebendig zurück, Soldat. Kann ich dich? Ja. Hier, dein neues Zuhause, Sanctuary Hills. Bitteschön. Wir sehen uns dann später, ne? Wir müssen dich dann aber noch mitnehmen, um den Brandis abzuholen. Richtig. Und wir quatschen jetzt erstmal mit den Leuten, die markiert sind. Da war noch einer markiert da hinten. Ah, der Händler, genau. Komm her, Ritter. Ich beiße nicht, versprochen. Auch wenn die mich in diesen verdammten Käfig gesperrt haben. Und warum bist du da drin? Warum bist du da drin? Schön, dass du das fragst. Das hier ist das Versorgungslager. Und ich, wie du dir wohl schon denken kannst, bin der Quartiermeister des Schiffs, Proctor Teagan. Die Führungsriege hat mich hier eingesperrt, damit ich auf die Wertsachen der Bruderschaft aufpasse. Wenn du für eine Mission noch Vorräte brauchst, kannst du sie hier kaufen. Ja, nice. Alles klar. Das ist gut zu wissen. Freut mich, dass du der umgängliche Typ bist. Die meisten der neuen Rekruten verpassen mir den bösen Blick, wenn ich ihnen sage, dass sie für ihre Ausrüstung bezahlen müssen. Aber die gute Nachricht, dank der Kronkorken, die immer wieder reinkommen, kann ich dir auch Sachen abkaufen. Ich bin hauptsächlich an Waffen interessiert, aber ich nehme alles, was brauchbar ist. Wenn du dir natürlich einfach nur ein paar Kronkorken nebenher verdienen möchtest, Arbeit. Dann hätte ich vielleicht Arbeit für dich. Na klar, ey, das ist gut. Ich könnte ein paar Kronkorken gut gebrauchen. Du brauchst sie und ich will, dass du sie bei mir ausgibst. Eine Traumkombination. Es geht nur um ein wenig körperliche Arbeit und Kontakt mit den Farmen vor Ort. Und da ich hier diesen Ein-Mann-Zoo betreuen muss, brauche ich jemanden, der mir die Laufarbeit abnimmt. Wenn du mit den Begrüßungen fertig bist, können wir die Einzelheiten besprechen. In der Zwischenzeit, wenn du was anderes brauchst, eine Waffe, eine Mod oder auch nur Munition, musst du es nur sagen. Ja, okay, aber deine Aufgabe. Schau bei mir vorbei, wenn du den Rest der Besatzung kennengelernt hast. Jetzt stehe ich doch hier. Ich komme gleich wieder. Der Händler. Der interessanteste überhaupt. Und jetzt muss ich erstmal mit allen anderen quatschen. Dance, du sollst nach Sanctuary gehen. Meine Güte. Hi. Captain Kate. Freut mich, dass du endlich vorbeischaust, Soldat. Bereit für deine medizinische Untersuchung? Ey, ich war doch schon hier. Na klar, leg los. Klar, nur zu. In Ordnung. Ich stelle dir jetzt einige medizinische Fragen und ich möchte, dass du mir nach bestem Wissen und Gewissen antwortest. Erste Frage. Warst du als Kind jemals längerer Zeit radioaktiver Strahlung ausgesetzt? Nicht wirklich. Vor den Bomben gab es noch nicht wirklich viel radioaktive Strahlung. Vor den Bomben? Was? Lass mich kurz mal in meine Aufzeichnungen schauen. Du warst ein Vault-Bewohner? Wahrscheinlich bist du gesünder als jeder andere hier an Bord. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich das in deinen Akten übersehen habe. Bin einfach nur die Fragen durchgegangen. Du verstehst das sicher. Gut. Zweite Frage. Hattest du je eine ansteckende Krankheit oder Kontakt mit einer Person, die nachweisbar an einer erkrankt war? Nein. Ich war noch nie in meinem Leben wirklich krank. Gut. Dritte Frage. Bitte antworte ganz ehrlich. Hattest du je eine sexuelle Beziehung mit einer Spezies, die man gemeinhin als... Ich hab das mit den Ghoulen gelesen. Warte mal. Oh nee, das wäre ja gemein. Nun, da war dieses echt hässliche Mädchen. Wow, fängt ja schon mal richtig übel an. Kommt sowas häufig vor? Kommt das so häufig vor, dass es dafür eine eigene Frage geben muss? Du würdest dich wundern, wie viele Ödländer diese Frage mit Ja beantworten. Zum Glück betrachtet die Bruderschaft derartiges Verhalten als höchst geschmacklos. Da du ja nicht sonderlich viel Zeit im Ödland verbracht hast, gehe ich davon aus, dass die Antwort Nein lautet. Letzte Frage. Hättest du ein Problem damit, einen Feind der Bruderschaft zu töten? Egal ob Mensch, ehemaliger Mensch oder Maschine? Nein, um Gottes Willen. Nein.
Wobei, das ist die bessere Antwort. Wenn mein Leben in Gefahr ist, tue ich, was auch immer nötig ist, um mich zu verteidigen. Das ist eine akzeptable Antwort. Und auch die häufigste. Hervorragend. Damit hätte ich alle Informationen, die ich brauche. Ich wüsste keinen Grund, dich nicht umgehend diensttauglich zu schreiben. Wenn du je medizinische Hilfe brauchst, dann sag es mir. Okay, cool. Aber brauchen wir gerade nicht, ne? Uns geht's gut. Zeig mal. Ja, absolut. Uns ging's nie besser. Mir war auch noch gleich der Nächste. Nabel, hallo. Gut, da bist du ja endlich. Leg die Bücher einfach irgendwo hin. Ich schaue sie mir an, sobald ich Zeit finde. Welche Bücher? Was? Was willst du denn mit all diesen Büchern? Ich kann meine Arbeit wohl kurz einmal unterbrechen und mich deiner Frage widmen. Warte mal. Welche Bücher enthalten denn wesentliche Informationen? Technische Handbücher, Reparaturanleitungen, Entwurfsabhandlungen, medizinische Forschung. Alles, was das Wissen der Bruderschaft erweitert. Deshalb ist für mich alles andere wertloses Papier. Okay. Wie du meinst. Ich meine, dass das technologische Wissen der Bruderschaft erweitert werden muss. Da du ja offensichtlich nicht die Person bist, die ich erwartet hatte, würde es dir etwas ausmachen, mir den Grund deines Besuchs mitzuteilen? Na, ich soll allen Hallo sagen, weißt du? Maxen wollte, dass ich die Besatzung kennenlerne. Du warst der Nächste auf meiner Liste. Ah, ja. Du bist sicher der neue Rekrut, den Paladin Dance in seinem Bericht erwähnt hat. Genau, richtig. Unter normalen Umständen würde ich dir eine angemessene Einweisung in meine Abteilung erteilen. Aber? Allerdings stehe ich enorm unter Zeitdruck, da ich Forschungspatrouillen einteilen muss und mit Anfragen zu technischen Dokumenten überhäuft werde. Leider fehlt mir das Personal, um das alles hinzubekommen. Gut, brauchst du Hilfe? Vielleicht könnte ich dir ja unter die Arme greifen. Das wäre hervorragend. Halte bei deiner Patrouille im Commonwealth die Augen offen nach Blaupausen, Memos, Anleitungen, Büchern, Diagrammen. Also nach allem, was brauchbare technische Daten enthält. Ich bin autorisiert, dich für jede Dokumenteneinheit zu entlohnen, die du findest. Und wenn du gern Teil einer Forschungspatrouille sein möchtest, habe ich eine Menge, die noch Personal benötigen. Wie dem auch sei. Es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Ad Victoriam. Finde technische Dokumente für Proctor Ingram. Wir haben noch Bücher. Wir haben noch Bücher. Richtig. Die, für die wir Marken bekommen. So, dienstliche Tour. Irgendwo hier unten. Oder U-Bahn-Marken. Da, überfälliges Buch. Ah, Ritter. Hast du vielleicht technische Dokumente? Hab Oder ich? Möchtest du einer Forschungspatrouille helfen? Hast du einen Tipp, wo ich noch mehr davon finden könnte? Büros, Labore, Militärbasen. So gut wie alle Anlagen aus der Vorkriegszeit sind potenziell zum Bersten voll mit technischen Informationen. Ich würde Schreibtische, Aktenschränke, Safes und alle anderen Orte durchsuchen, an denen man solche Dokumente vermutet. Hast du bisher schon etwas gefunden? Ich habe technische Dokumente für dich. Das sind keine technischen Dokumente. Das sind U-Bahn-Marken. Ich habe keine Zeit für Spielchen, Soldat. Hängt ihn! Komm wieder, wenn du deine Pflichten ernster nimmst. Das hätten wir mal viel früher aktivieren sollen. Oh, du hast ja eine Katze, das gibt's ja nicht. Gut, dann sind wir hier fertig und dürfen zu Maxen, und zwar in die Richtung, ne? Wenn das HUD aktiv ist. Da, sag ich doch, da hinten. Da müssen wir hin. Da wartet er auf uns. Oder hier unten. Hat er auch eine Katze oder so? Vielleicht will der unsere U-Bahn-Marken haben. Mal gucken. Maxenkeule! Oh, ist das laut hier? Hier wird schon wieder geballert. Maxen? Du wirst nicht Maxen. Oder warte mal, jetzt habe ich die falsche Aufgabe aktiv, ne? Nee, es ist an. Wo ist er denn? Warte mal, ich mach mal das HUD an. Nee, Quatsch, ich habe noch eine Taste, nur für Kompass. Das ist N. Ja, viel immersiver. Maxen, Mensch, kriegst hier oben keinen Zorro oder so, einen steifen Nacken? Jetzt, da Sie die Crew der Pritvan kennen, sind Sie bereit für Ihre nächste Mission, Bruder? Ja, aber sicher doch. Ja, Ältester. Gut, dann legen wir mal los, ja? Schauen Sie mal dort drüben. Das ist Fort Strong. Dort wimmelt es nur so vor Supermutter. Da, der dunkle Fleck. Diese widernatürlichen Kreaturen so nahe bei mir zu haben, dass man sie riechen kann, ist einfach unerträglich. Widerlich. Außerdem sitzen sie auf einem großen Vorrat an Fatman-Munition, die wir für unseren Feldzug gebrauchen könnten. Ich möchte, dass sie da hingehen, alles ausschalten, was sich bewegt, und den Munitionsvorrat für uns holen. Verstanden? Na klar. Ist so gut wie erledigt. Ich weiß, dass sie mit dem Kampf gegen das Institut beginnen wollen.
aber das wird noch etwas warten müssen. Die Bruderschaft kann nicht zulassen, dass diese Monster über ein atomares Arsenal verfügen. Wir haben ein Vertibird für Sie. Bewaffnet, uns bereit zum Abflug. Nutzen Sie ihn, um unsere Botschaft nach Fort Strong zu tragen. Und diese dreckigen Mutanten dort auszulöschen. Wegtreten. Alles klar. Ad Victoria. Oh, das ist eine Siedlung. Das ist eine Siedlung hier. Das wird später eine Siedlung. Das ist ja cool. Und hierauf dann Sim Settlement. Ist bestimmt richtig gut. Bordgelehrter. Wenn dumm und hässlich ein Kind hätten, wäre es ein Supermutant. Ja, das ist gut möglich. Aber ich möchte mir das nicht vorstellen. Ich möchte nämlich gleich noch ein bisschen schlafen. Hier oben sind wir in Sicherheit. Ja. Zumindest Licht wäre ganz nett für unsere nächsten Aufgaben. Nein, das sind Wiederholungsaufgaben. Das sind andere Aufgaben hier bei Sonstiges. Richtig? Ja. Das sind die Sachen, die wir machen möchten, weil sie neu sind. Finde technische Dokumente. Ich muss beides aktiv haben. Kann man das... Oh, hier ist ja noch ein Level up. Was machen wir denn als nächstes? Revolverheld. Gilt das auch für mein Mega-Revolver-Gewehr Lucky Strike? Hier, Meisterhändler. Hier kommt doch auch das mit dem... Richtig, mit dem Investieren. Dann machen wir das als nächstes. Ich schwärme schon die ganze Zeit davon. Zeig mal auf Karte bitte an. So. Blutproben. Ja. Aber erst pennen, okay? Wirklich erst pennen. Ist halt ziemlich dunkel. Es war noch nie dunkler. Dunkler als jemals zuvor. C. Camping ganz oben. Weiß auch nicht, wie ich da unten gelandet bin. Zack. Und pennen bis... Ach, so lange auch nicht. Reicht. 8:30, das reicht. Der Tag wartet auf uns. Picker. Rein in den Vertibird, Soldat. Ich will, dass Fort Strong gesäubert und der Munitionsvorrat gesichert wird. Ja, aber nicht sofort. Der andere hat Feuer gefragt. Ich brauche auch Blutproben und so. Das mache ich mal aus. So. Und jetzt habe ich nun auch die anderen Aufgaben. Wie komme ich hier am besten runter? Per Schnellreise, ne? Richtig. Ja, stimmt. Oder ein Spruch, ein Sprung. Ein Spruch und ein Sprung ins kühle Nass. War doch hier unten, ne? Ja, irgendwie. Ach nee, das betrifft nur die Tür, ne? Wir sollen vom Schiff erstmal runter. Mache ich per Schnellreise. Hierhin erstmal ganz kurz. Plock. Oder betraf gerade die Siedlungsanzeige das hier? War doch auch gerade was hier. 0 Leute, 50% sind happy. Beides. Ah, 4 können wir auch bauen? Nein. Ich habe jetzt aus Versehen das Baumenü aktiviert gehabt. Aber es geht nicht. Keine Ahnung. Alles hier. Flughafen Boston. Glaube ich, können wir später ausbauen oder so. Wird später noch relevant. Vielleicht, nachdem wir die Bruderschaft so ein bisschen, ne? Ja, das könnte gut möglich sein. Wir müssen in diese Richtung. Lassen Sie mich durch. Ich laufe hier ganz kurz rum. Third Person Kamera wieder justieren. So schön, ne? So, ja, so ist perfekt. Immersionskamera. Mm-mm-mm-mm. 12 Meter. Nicht, dass es doch das Schiff ist. Sind da Gegner? Richtige Gegner? Dann speichere ich lieber mal. Vorsichtig. Wir sind nicht mehr unverwundbar. Nee, das sind unsere Leute, ne? Oder? Ja, das sind unsere Leute. Auf wen ballert ihr? Leute, was ist los bei euch? Da oben. Da soll ich hin? Ach so, zum Vertibird. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz dahin. Ich glaube, das ist nur irgend so ein Geh-Raus-Szenario. Deswegen spackt gerade die Missionsanzeige. Wie komme ich da hoch? Muss es einen Weg nach oben geben? Ich möchte mich nur ungern da hochglitschen. Es geht. Wir wissen es alle. Wir kennen alle den Konsolen-Command. Aber so wollen wir absolut minimiert nur spielen.
Es gibt sicherlich auch einen anderen Weg. Ich habe den Schlüssel nicht. Na toll. Großartig, das fängt ja schon mal gut an. Nach da oben. Irgendwie. Von hier aus. Ich gehe da mal rein ganz kurz. Wir waren hier schon mal. Aber die Gegner werden höchstwahrscheinlich alle wieder da sein. Oh. Also können wir doch hier bauen. Das sollten wir auch tun. Den Tisch aller Tische bauen. Upsi, war der falsche. Hier ist der richtige. Einen Stadtplaner setzen. Den Stadtplaner setzen. Eine Logistikstation platzieren. Und anfänglicher Saft für die Logistikstation. Der Rest macht sich von alleine. Der Tisch wird auch verschoben. Aber es geht erst los, wenn die andere Frau da ist, ne? Meine Güte, eine weitere Siedlung. Das ist gut, der Flughafen. Ja, das wird wahrscheinlich alles zusammengehören. Mehr oder weniger werden wir sehen. Aber hier gibt es kein Reinkommen, ne? Schande, Mensch. Ich muss den Triggerpunkt finden für den Vertibird. Ach so, von der Siedlung hier aus, von dem Fort. Ich verstehe. Und dann hier rein. Und dann... Und dann komme ich zum Vertibird. Jetzt aber, ne? Now we've got it. Brütwen, was? Jetzt soll ich wieder zurückfliegen? Da stimmt doch irgendwas mit dem Missionsgeber nicht. Aber wir finden das schon noch raus. Ach, das ist nur... das Zurückkehren, ne? Das ist es. Wir kommen jetzt wieder zurück, um ihnen die Sachen zu geben, die wir gesammelt haben. Aber wir haben ja noch nichts gesammelt. Das ist so eine... Macht das alleine Aufgabe... okay. Na gut. Dann steigen wir in den anderen Vertibird. Den da oben, ne? Oder? Oder den da hinten. Ich guck mal ganz kurz. Grüße, ne? Ritter. Ja, sanfte Grüße zurück, ne? Sanft und verstrahlt sollen sie sein. Für die Bruderschaft. Plock. Ja, irgendwie weiter unten. Da ist er, der richtige Vertibird. Und dann haben wir es endlich geschafft. Und dann nur noch Action. Aber vorher wollen wir vielleicht noch das niegelnagelneue Revolver-Scharfschützengewehr ausprobieren. Das hätte ja keiner ahnen können, dass wir oben auf der Brit, wenn das beste Scharfschützengewehr bisher finden, ne? Und da sind auch gleich schon die passenden Gegner. Vorsichtig, ne? Übel. Es sind richtig viele. Dicke Meyerlurk-Adaptionen. Keule, Plock, Ula. Wahnsinn. Wie das Ding verzieht. Krank, Mann. Wir haben ein Problem. Wir haben ein richtiges Problem. Sie werfen auch. Höchstwahrscheinlich mit Code oder so. Block. Hat das gereicht? Nicht ganz, ne? Aber haut schon ordentlich rein. Ja, Buddy. Aber kritisch, bitte. Ula! Sie sind schlimmer als jemals zuvor. Block. Oh. Ich zog gleich mal eine Schrotflinte. Na. Meine AP. Sehen nicht gut aus. Zack. Du Ratte, du. Weg. Hilfe. Meine Freunde der Bruderschaft. Wir brauchen Hilfe. I need Backup. Mach mal die Lampe aus. Ich glaube, die können auch an helllichtem Tage einen dann besser sehen. Haben uns hier gewittert oder sind wir untergetaucht? Nein, da kommen sie. Kritisch. Na? Muss er durchladen. Kann ich verstehen. Schießt sich schlecht ohne Patron. Hilfe. Eure Wegfindung, ne? Ja, wie bei Command & Conquer. Die ersten Sammler. Aua. Na. Wir wollen mal nicht so sein. Nicht übertreiben hier. Zack. Schande, Mann, das sind monströse Gegner. Das sind Plutonium-Gegner. Das sind ganz besonders schlimme Gegner. Ihr Flummis, ihr! Also wirklich. Wir haben keinen Begleiter mehr. Aber für draußen hätten wir ja welche. Da folgen sie uns zumindest noch. Wir gehen das Thema noch mal ein bisschen intensiver an, wenn wir das mit der Bruderschaft geklärt haben. Aber jetzt müssen wir uns hier erstmal...
Lass uns erstmal hier dieser Gegner erwehren. Das ist schlimm. Schlimmer als jemals zuvor. Du machst schon voll hier. Karawanen, Schrotflinte. Ja, auf die Distanz jetzt. Mit einem Scharfschützengewehr. Ich glaube nicht. Noch ein. Noch ein. Der braucht ein bisschen mehr. Und sie werfen mit Dingen. Spritzt sich mal ganz kurz. Und einen Schluck Wasser. Oh Mann, er ist hier. Er ist hochgekommen. Er ist der Auserwählte. Na, komm schon, zieh's durch, Mann. Hat nicht gereicht. Wahnsinn. Das sind sie also. Die schlimmsten Gegner im ganzen Spiel bisher. Nein, da gibt's schlimmere, aber trotzdem. Wir sind jetzt alleine unterwegs, ohne Powerrüstung. Niemand, der uns den Rücken frei hält. Aber aus Gründen. Oh, was? Wie oft er geschossen hat gerade aus dem Scharfschützengewehr. So, wenn der Gegner Full Health hat, dann hat dieses Gewehr doppelten Schaden. Also 600. Das ist gut. Wer von euch? Hier, du bist doch noch nicht angeschossen. Warte mal. Nee, du bist hundertprozentig noch nicht angeschossen. Kritisch. Ja. Sowas brauche ich. Anstachelnde Waffeln brauche ich. Mit Puderzucker. Ja, das ist viel besser. Noch viel besser als das andere Gewehr. Das müssen wir mal tun. Oh, Backe, Mann. Oh, Backe. Das ist es. Jelly. Zack. Weggehauen. Aber der hält mehr aus, ne? Und jetzt machen wir hier nur noch 300 Schaden. Ab dem zweiten Schuss. Reicht auch nicht aus. Nuki. Wobei, 300 ist mehr als das hier. Aber hier haben wir eine 12er Feuerrate und hier haben wir eine, naja, 33er Feuerrate. Ist schon das bessere Scharfschützengewehr. Ich nehme alles zurück. Das hier ist das beste Scharfschützengewehr. Aber jetzt brauche ich auch erstmal fresher AP. Meine Güte. Ein Glück sind wir hier oben sicher. Aber wir müssen ran. Unbedingt. Mit Let's Dance. Komm her, du Flummi, du. Hier haben wir auch extra Crit-Schaden. Nur für dich. Oh, 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 oh. Er kommt, er kommt. Wäre schon traurig, wenn wir das jetzt alles nochmal spielen müssen. Gib ihm. Gib ihm. Wenn er kommt, ist immer der letzte Rest, ne? Glaube ja. Aber hier kommt noch einer. Er will auch dancen. Soll er kriegen. Er ist noch nicht hinüber. Hilfe! Hilfe! Vorfalte! Das muss richtig knacken, muss das! Bis runter. Und ein Panzer. Kampfbereitschaft aufgehoben. Ein Glück waren die hier. Meine Jungs und Mädels. Von der Demokratie. Aber jetzt haben wir schön Meierlöckfleisch. Okay. Ich denke, wir haben den Schwerpunkt des Videos hiermit ermittelt. Es ging auch um Scharfschützengewehre. Und beim nächsten Mal gucken wir uns die nächste große Mission an aus der Bruderschaft. Aber hier ist das Video jetzt erstmal zu Ende. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Mit schnell hier noch den Kram einstecken. Hat einer von euch Legendary Loot? Wie bitte? Keiner war legendär. Also wirklich. Na gut. Ist ja nicht so wild. Kann ja mal vorkommen, aber die waren schon verdammt stark. So, jetzt ist aber gut hier, ne? Zum Vertibird. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch.